Privatsphäre ist Menschenrecht. Und damit meine ich nicht nur die physische, sondern auch die digitale. Aber wer schützt denn unsere digitale Daten? Gerade in der Zeit, in der sie alle wollen. Dein Handy ist wahrscheinlich der Besitz, der am meisten Daten von dir trägt. Selbst wenn eine App, Programm oder Webseite kostenlos ist, zahlen wir hinten raus meistens mit unseren Daten. Und wir bekommen es oftmals nicht einmal mit. Es passiert im Hintergrund, ohne unsere Zustimmung. Wir wissen nicht mal, wer unsere Daten wann hat und wie viele. Stopp mal. Nur so halb, denn auf dem iPhone hast du mittlerweile schon mehrere Optionen und eine Wahl, wie du deine Daten mit wem teilst. Du kannst nachschauen, wer deine Daten hat, Sicherheitschecks machen, Apps verbieten, dich zu orten, einen Datenschutzbericht machen und mehr. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du deine digitale Privatsphäre auf dem iPhone halten kannst und sie im Blick hast. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Features dabei sein, von denen du echt überrascht sein wirst. Let's go! Bevor wir aber mit Anpassungen und Einstellungen anfangen, machen wir erstmal einen Sicherheitscheck. Und hier hat mich zum Beispiel überrascht, dass meine Apple-ID noch immer mit einem bereits verkauften MacBook verbunden war. Das habe ich dann darüber entfernt und jetzt schauen wir mal rein. Zuerst gehen wir in Einstellungen zu Datenschutz und Sicherheit. Jetzt scrollst du ein bisschen nach unten und klickst dann auf Sicherheitsprüfung. Hier sehen wir einmal einen Notfall-Reset. Wie schon im Namen kannst du hier im Notfall für alle Personen und Apps den Zugriff entfernen. Die andere Option ist Teilen und Zugriff verwalten. Hier wird dir angezeigt, was du teilst und mit wem. Einmal draufklicken und jetzt wird schon deine Face-ID abgefragt. Wir klicken auf Fortfahren und hier wird dir schon angezeigt, was du mit welcher Person teilst. Es ist einmal unter Personen, mit denen du etwas teilst und Informationen, die du mit einer Person teilst, aufgeteilt. Ich teile zum Beispiel meinen Wo-Ist-Standort mit einer Person und wenn ich hier draufklicke und auf Teilen überprüfen klicke, zeigt es mir die Person an. Ich kann jetzt auch auf die Person klicken und hierüber nicht mehr meinen Standort teilen. Das kannst du jetzt mit jeder Information oder Person machen. Hier in Schritt 2 kannst du einsehen, welche Apps welche Informationen von dir haben. In diesem Schritt empfehle ich immer über Informationen zu gehen, da das übersichtlicher ist und wenn du mehrere Apps hast, es länger dauern kann. Einfach in eine Information über das i klicken und hierüber die Apps aussortieren. Bei manchen Apps war ich echt überrascht, dass sie Zugang zu manchen Informationen von mir hatten. In Schritt 3 zeigt es dir alle Geräte an, die mit deiner Apple-ID verbunden sind. Hierüber habe ich zum Beispiel erfahren, dass mein vorheriges MacBook noch immer mit meiner Apple-ID verbunden war. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, gerade auch wenn du schon mal ein Produkt verkauft hast. Und zum Schluss fragt es sich noch nach deiner Nummer, Passwortaktualisierung, Notfallkontakte, Codeaktualisierung ab und auf der letzten Seite werden dir noch ein paar Tipps angezeigt, wie du sonst deine Daten schützen kannst. Was du wissen musst, ist, dass eine App außerhalb von der eigentlichen App deine Aktivitäten, also Daten, mittracken kann. Angenommen, du bist gerade in einer App und gehst von der App zu einer Webseite und kaufst dir da einen Schuh. Die ganzen Daten kann diese App mittracken und zum Beispiel nutzen, um bessere Werbeanzeigen für dich zu schalten, um dein Kaufverhalten zu analysieren und so weiter. Auf dem iPhone kannst du aber einstellen, dass diese App außerhalb von der App nichts mittracken kann. Dazu gehst du in Einstellungen auf Datenschutz und Sicherheit, jetzt auf Tracking und entweder für alle Apps hierüber ausschalten oder wenn du es anmachst, für die Apps einzeln einstellen. Jetzt zu Safari. Safari ist schon auf einem guten Weg, wenn es um Datenschutz geht, aber hier gibt es trotzdem auch ein paar Einstellungen, die ich lieber gerne umstelle oder die sich lohnen anzuschauen. Dazu gehst du erstmal in Einstellungen zu Safari. Zuerst kannst du hier deine Suchmaschine auswählen, mit der du standardmäßig suchst. Ich habe sie auf Google gelassen, da ich Google super finde und auch andere Plattformen mit Google nutze. Dir muss aber klar sein, dass Google am meisten Daten von den Suchmaschinen hier sammelt. Scrollen wir jetzt mal zu Datenschutz und Sicherheit. Mit Cross-Site-Tracking verhinderst du, dass wenn du von einer Seite zu einer anderen wechselst, dass die ursprüngliche das nicht mittracken kann. So ähnlich wie vorhin mit dem App-Tracking. Hierüber kannst du deine IP-Adresse, also grob gesagt deinen Standort von deinem Gerät vor Trackern und Webseiten verbergen. Hier habe ich auch beides ausgewählt. Jetzt gehen wir zu datenschutzwarnende Werbemessung. Damit erlaubst du Marken, die Performance von ihrer Werbeanzeige mit Hilfe deiner Daten zu messen. Wenn du das ausgewählt hast, hat die Marke trotzdem die Daten, dass jemand auf ihre Werbung geklickt hat, aber nicht mehr. Gehen wir kurz zur Analyse und Verbesserung. Wenn wir in Datenschutz und Sicherheit unten zur Analyse und Verbesserung gehen, kannst du einstellen, welche und ob du Daten mit Apple teilen willst. Mit Analyse hilfst du Apple dabei, Produkte zu verbessern und Probleme wie App-Abstürze zu reduzieren. Lies dir hier am besten die Punkte selber durch und entscheid dann, ob du es teilen willst oder nicht. Ich selber habe fast alle an, da die meisten nur App-bezogene Daten teilen und nicht unbedingt persönliche. Bleiben wir direkt hier und gehen einen Punkt zurück. Eins zurück und eins darunter zu Apple-Werbung. Du kannst personalisierte Werbung jederzeit hier deaktivieren, um keine gezielte Werbung mehr im App-Store und in Aktien zu erhalten. Das schränkt Apple ein, relevante Werbung zu schalten, reduziert aber nicht die
Anzahl der Anzeigen. Wenn du es anhast, schaut Apple zum Beispiel nur deine Suche und deine Liste geladener Apps im App Store an und leitet es nicht an Dritte weiter oder ähnliches. Das habe ich auch an, da ich es mag, wenn im App Store auf mich bezogene Werbung angezeigt wird. Und jetzt machen wir einen App-Datenschutzbericht. In Datenschutz und Sicherheit ganz nach unten scrollen, auf App-Datenschutzbericht klicken und dann Datenschutzbericht für Apps aktivieren. Du kannst sehen, wie oft Apps in den letzten 7 Tagen auf deinen Standort, deine Fotos, die Kamera, das Mikrofon und deine Kontakte zugegriffen haben. Du erfährst außerdem, welche Domains deine Apps kontaktiert haben. Jetzt kommen ein paar kleine Tipps für deinen Alltag. Wir alle kennen das grüne und orangene Pünktchen, das erscheint, wenn eine App das Mikrofon oder die Kamera nutzt. Wenn du ins Kontrollzentrum gehst und hier auf das Pünktchen klickst, wird dir aufgelistet, welche App was gerade genutzt hat. Wenn wir im App Store sind und eine App herunterladen wollen, können wir auch alle Informationen über den Datenschutz zu der App lesen. Dafür scrollen wir nur ein bisschen nach unten und hier erscheint schon alles. Erst ein bisschen Text und hier mögliche Daten, die die App von dir erfasst. Und der vorletzte Tipp ist die automatische Verifizierung. Kennst du diese Abfragen, die Captures? Mit der jetzigen Einstellung musst du die nicht mehr ausfüllen, sondern wird automatisch von Apple ausgefüllt. Dafür gehst du in Einstellungen auf deine App-ID, jetzt hier auf Passwort und Sicherheit und hier machst du das Ganze unter automatische Verifizierung an. Mein letzter Trick an dich ist, in Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit zu gehen und ein bisschen selber mal durchzuschauen. Falls in dem Video gerade ein paar Sachen neu waren, dann solltest du unbedingt auch das Video anschauen. Da werden dir sicher auch ein paar Sachen neu sein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.